Hallo und herzlich willkommen zu Filmfest Spezial. Wir sind Ihr monatliches Arthouse Kinomagazin und ich bin Jonas Hemmerichs. Normalerweise reden wir in dieser Sendung nur über Filme. Heute zeigen wir auch mal welche, und zwar zwei Stück gleich. Wir haben nämlich einmal im Jahr den Filmfest Spezial Kurzfilmwettbewerb. Und da haben junge Filmtalente die Chance, ihre Filme hier in der Sendung zu sehen. Anschließend haben wir dann auch noch mit den Regisseuren der jeweiligen Filme gesprochen. Wir haben aber natürlich auch noch Kinostarts für Sie. Und die kommen jetzt. Der synes ikke længere at være noget, der kan stanse den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Arkeologer er allerede i gang med at sikre fortidens skatte på det fremtidige fabriksområde. Ab dem 6. August startet mit Giraffe, ein leises Melodram, dessen Titel gar nichts mit langhälsigen Tieren zu tun hat. Der Film beobachtet leise zwei entwurzelte Schicksale, deren Wege sich in der dänischen Provinz kreuzen. Dort, wo bald ein Tunnel zwischen Deutschland und Dänemark entstehen soll. Der Film ist auch eine Metapher für die Globalisierung der Arbeitswelt. Aber er verbleibt vor allem ganz in der Beobachtung und enthält sich einer Entwicklung, Zuspitzung oder Aussage. Nichts für Menschen, die es gerne konkreter haben. Der Film Lindenberg macht ein Ding erzählt, wie schon der Titel vermuten lässt, die Zeit, bevor Udo Lindenberg seinen Durchbruch hatte. Der steinige Weg nach oben wird gespickt mit Verweisen auf seine späteren Songs. Die Rolle des jungen Lindenberg scheint dem talentierten Hauptdarsteller Jan Bülow wie auf den Leib geschrieben. Ebenso holt einen der Hamburger Kiez der 70er Jahre ab. Aber der Funke will einfach nicht überspringen. Es wirkt einfach nicht so rund, wie man es sich gewünscht hätte. Der ein oder andere Lindenberg-Fan könnte enttäuscht werden. Da kann der charmante Hamburger Kiez, Charlie Hübner als depressiver Trinkervater und Detlef Buck als schmieriger Musikproduzent auch nicht helfen. Ab jetzt als DVD und Stream erhältlich. Wir töten unschuldige Menschen. Überfallen andere Länder, beuten die Schwachen aus. Und für die Priester sind das alles Helden, Heilige sogar. Diese Soldaten, die das tun. Terrence Malick ist bekannt für epische Bilder und meditativ-poetisches Erzählen. Von daher ist Ein verborgenes Leben kein weiterer Film über den Nationalsozialismus, sondern einer, der das besondere Schicksal des tief idealistischen Pazifisten Franz Jägerstätter, gespielt von August Diehl, nutzt, um Gut und Böse in Bezug zu setzen, ohne in bekannte Kampfnarrative zu verfallen. Ab jetzt als DVD und Stream erhältlich. In dem ersten Kurzfilm Voll nach Plan läuft überhaupt nichts nach Plan. Es ist ein Thriller mit einem Auftragskiller, aber auch mit einem lustigen Twist. Es ist der erste Sieger von unserem Filmfest-Spezial-Kurzfilmwettbewerb. Den zeigen wir Ihnen jetzt und danach gibt es noch einen Talk mit dem Regisseur. Ist das dein Spitzname? So in etwa. Alle nennen mich so. Okay. Aber dass ich dich nach Haus gebracht habe, daran erinnerst du dich noch, oder? Ja. Möchtest du etwas trinken? Nein, ich bin nur auf der Durchreise. Nur auf der Durchreise? Ich dachte, du willst mich besuchen. Soll nur ein kleiner Besuch werden. Alles gut? Ja. Ich hab dir doch von meinen Zwängen erzählt. Ja. Das ist einer davon. Kein Problem. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Geschafft. Toll! Kann ich mal deine Toilette benutzen? Ja, das war Voll nach Plan von Maurice Tacke und der ist jetzt bei mir. Hallo Maurice. Der Film ist ja ausgesprochen handwerklich gut gemacht. Du schaust ganz offensichtlich gerne Krimis, oder? Ja, also definitiv eher in die Richtung Thriller. Ich mag auch vor allem, sag ich mal, die Psychothriller, die mich auch vom Kopf her fordern und
mich überraschen. Also ich will halt unterhalten werden, das ist natürlich im Film immer das Erste, was man ja möchte, aber auch miträtseln können und auch schockiert werden vor allem. Wie und wo habt ihr denn diesen Film eigentlich gedreht? Also direkt gedreht haben wir den in Braunschweig tatsächlich, aber ich komme aus Wolfsburg. Mhm. War halt ganz normal. Also wir haben uns mehrere Wohnungen angeguckt und die hat einfach am besten gepasst. Also auch von der Optik her hat es sehr gut zu dem Charakter des Phobikers gepasst. Diese kleine Figur sozusagen in dieser großen Wohnung mit all ihren Ängsten da so verlassen sozusagen. Mhm. Ja. Wie war die Entwicklung? Wie habt ihr den Film entwickelt, die Szenen entwickelt? Da ist ja doch viel auch an Storyboard auf nötig gemacht. Tatsächlich eher nicht. Ich hatte von vornherein eigentlich schon ungefähr die Bilder im Kopf, also das war gar nicht das Problem. Und auch vor Ort hat alles sehr gut geklappt. Also ich wollte halt vor allem, dass der Auftragskiller immer sehr groß in Erscheinung tritt, während der Phobiker sehr klein ist, also eine gewisse Dominanz zu sehen ist. Und das war halt das Hauptziel des Films, das bildlich auch so in dem Fall auszudrücken. Wie bist du auf die Idee zu diesem Film gekommen? Das kam eigentlich plötzlich. Also ich hatte die Idee eines Auftragskillers einfach, also das war die Grundidee, dass ich damit unbedingt was machen möchte, aber ein bisschen differenzierter. Also man hat ja vor allem, wenn man jetzt an Auftragskiller denkt, so dieses Bild eines Mannes zum Beispiel im Anzug, der dann ganz cool mit Sonnenbrille da steht und einmal abdrücken, das war's und dann mysteriös geht. Und ich habe die Geschichte dann mit Malte Kettler, der dann auch im Film den Auftragskiller spielt, entwickelt. Und das hat sich dann einfach so ergeben, dass wir den Auftragskiller hier ein bisschen anders darstellen wollen, also ein bisschen weirder, der halt auch letztendlich gar nicht so richtig weiß, was er da eigentlich macht. Die Schauspieler waren ja ganz offensichtlich keine Laien, oder? Also die beiden machen auf jeden Fall öfter was. Also Ingolf ist vor allem im Theater, Ingolf tritt vor allem im Theater öfter auf und Malte ist mehr in Richtung Drehbuch, aber spielt auch öfter im Theater. Ist der Stalter schon als John Malkovich-Double nachgefragt worden? Ich weiß von nichts. Nee, du weißt von nichts, okay. Ja, Maurice, wie geht's denn weiter? Hast du schon ein nächstes Projekt? Ja, Teil 2 sozusagen. Also es ist ja Kapitel 1 und wir möchten da jetzt weiter fortführen. Also die Geschichte wir möchten da ein paar Teile von machen. Die Regisseurin Olga Delane wollte eigentlich einen Dokumentarfilm drehen, und zwar Liebe in Sibirien. Da geht es, wie der Titel schon sagt, um Paarbeziehungen in Sibirien. Und da hat sie dann ein Interview geführt, was sein Eigenleben entwickelt hatte. Und ist jetzt der Kurzfilm Dorotschka. Dorotschka ist eine 80-Jährige und hat eher negative Erfahrungen mit Männern gemacht. Es ist ein bedrückender Film, den man auch erstmal sacken lassen muss. Wir haben danach noch ein Interview mit der Produzentin geführt. Viel Spaß. Мої страміни. Їде нинче мухи та чорне. Ні, не умивались вільно. Скажите, как раньше замуж выдавали? Так вот так и выдавали. А там приеду, говорит, на тройке. Ленты вязать? Я говорю, нет, ты лучше на 7 тараканах приезжай. Легче увидишь. Там подруга побытуешь, рази милого ему, и свои посчитай, и помни твои милые знакомые. Родному коню в гору не пломы, вот тебе девчонки делят, парни, кому глазки, кому нос. Так мне цыганка сказала. Не изменишь характер, ой, худо будешь жить. Я говорю, ты не ври, сучка якая. Не зря же, это ой-ой-ой, за 40 лет вперед все знать. Das war Dorotschka von Olga Delane. Bei mir ist nun Linda Matern. Sie ist die Produzentin des Films Dorotschka und natürlich auch von Liebe in Sibirien, den wir ja auch nochmal sehr empfehlen.
Sie hat das Projekt von Anfang bis Ende begleitet. Linda, der Film ist ja so wie seine Hauptdarstellerin Dorotschka nicht so ganz einfach zu verstehen. Sie ist ja sehr ungewöhnlich. Aber das macht ja auch ihren Charme aus, macht ja den Charme des Films aus, dass man erstmal ein bisschen braucht, um sie zu verstehen. Wie seid ihr denn überhaupt zu dieser ungewöhnlichen Frau gekommen? Ja, also Olga hat ja schon ziemlich lange recherchiert für den Film Liebe auf Sibirisch. Und dazu hat sie ihre Verwandtschaft besucht und, in Onon-Borsia. Und die Verwandtschaft, also die wohnen alle in einem Dorf. Und dann hat sie festgestellt, dass da außerhalb auch noch ein Haus gibt. Und in diesem Haus wohnt eine Frau. Und das hat sie sehr interessiert. Also was ist denn das für eine Frau und so weiter. Und die Verwandtschaft hat dann auch etwas erzählt über sie. Und dann ist sie einfach dahin gegangen, zu Dorotschka. Das war schon in den Jahren 2013, 2014. Und sie ist immer wieder zu ihr hingegangen, aber Dorotschka hat einfach sie akzeptiert, also Olga mit ihrer Kamera und so weiter. Aber sie hat eigentlich nicht gesprochen und Olga hatte die Möglichkeit gehabt, sie einfach lange zu beobachten. Und 2015 hat dann Dorotschka das Bedürfnis gehabt, etwas zu erzählen. Und das war natürlich auch ganz gut so. Denn Ende 2015, 2016 wurde sie beerdigt, also da ist sie auch gestorben. Das ist die erste Szene im Film, ne? Ja, genau, das ist die erste Szene im Film. Und wir hatten das ursprünglich geplant, Dorotschka in dem Film Liebe auf Sibirisch einzubauen. Aber das Schicksal war dann doch zu hart und es ist schon auch ein bisschen ein anderes Thema als eben das Thema Familie und Ost und West. Und also es war schon eher ein Film, also ein Porträt von Dorotschka. Das ist auch eine sehr tragische Geschichte, während Liebe auf Sibirisch auch hoffnungsvoll ist. Ja. Also ich denke, beide Filme haben was Hoffnungsvolles auf jeden Fall, dass sie ja das erzählt hat, was sie so alles erlebt hat. Also das gibt ja auch eine Hoffnung, dass man sowas einfach die Geschichte nicht mit ins Grab genommen hat, sondern tatsächlich auch erzählt hat. Ja. Dorotschka spricht hier über diesen einen Mann, den sie wahrscheinlich geliebt hat, den sie sich aber nicht offenbaren konnte. Weißt du, warum? Naja, das ist natürlich, hat natürlich was damit zu tun, wie sie sozialisiert ist. Und in Russland, aber auch in der Sowjetunion, war das häufig so, dass man quasi nicht geheiratet hat, sondern auch irgendwie zusammengelebt hat. Und wenn ein Kind unterwegs war, dann war das eben als Ehe erklärt und vielleicht hat man dann später noch mal geheiratet, standesamtlich. Und aber der Dorotschka wurde vergewaltigt und sie war gezwungen, eigentlich mit diesem Menschen sozusagen zusammenzuleben. Mit diesem Vergewaltiger? Genau. Und hatte aber natürlich, hat sich auch geschämt, dem Menschen das zu erzählen, also den sie liebt, dass sie eben, dass sie das erlebt hat. Und also das war eher so aus Scham, dass sie eben das nicht gesagt hat, weil sie ja auch stolz war. Ne? Ja, ganz herzlichen Dank für das Interview, Linda. Ganz herzlichen Dank für diesen Film. Dankeschön, danke für die Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht und Freude. Und ich freue mich sehr, dass der Film den Preis bekommen hat und dass er bundesweit gezeigt wird. Das war's für diesen Monat mit Filmfest Spezial. Ich hoffe, Sie hatten ganz viel Spaß mit den beiden Filmen und auch viel Spaß diesen Monat im Kino. Falls Sie noch die Talks in
verlängerter Version, in voller Version sehen wollen, dann können Sie auf YouTube einschalten. Da haben wir nämlich alle Beiträge veröffentlicht. Können Sie auch gerne nochmal die einzelnen Filmkritiken nachholen. Wir sehen uns im nächsten Monat wieder. Mein Name ist Jonas Helmerichs. Auf Wiedersehen.